Jeder Teenager hat seinen eigenen Traum. Betty und Nikki träumen von ihrem eigenen Foodtruck. Hey! Wow, sieh mal! Oh, so ein Auto brauchen wir! Das ist ein einmaliges Angebot. Dieser Van ist überhaupt nicht teuer. Hol ihn dir jetzt! Ruf uns an! Er wartet auf dich! Betty, sieh mal! Das muss ein Zeichen sein! Beeil dich! Wir kaufen das Auto! Unser Traum wird endlich wahr! Das wird unser Foodtruck sein. Nikki, sieh mal, da ist der. Ich muss los. Findest du nicht, dass der Van anders ist als auf dem Bild? Ja, schon. Komm, Betty. Oh, wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Das schaffen wir schon. Zuerst müssen wir ihn ein bisschen verzieren. Packen wir es an. Wir malen Flammen auf eine Vinylfolie. Und schneiden sie auf. Wir werden ein paar farbige Schichten gestalten. Das sieht super aus. Oh ja, das ist schon viel besser. Der Van muss ausgefallen sein. Feuer! Cool! Unser Foodtruck ist total ausgefallen. Fertig! Was kommt als nächstes? Die können wir gebrauchen. Puh, sind nicht schwer. Wir müssen sie nur noch verschönern. Lass uns anfangen. Zuerst müssen wir die Fässer sauber machen. Okay, jetzt ist alles sauber. Jetzt brauchen wir Sprühfarbe. Je knalliger, desto besser. Jetzt können wir richtig kreativ sein. Oh, wir haben keine Farbe mehr. Ach, das reicht. Genial. Jetzt muss die Farbe trocknen. Mittagszeit. Zeit für einen Snack. Es sieht echt klasse aus. Oh, du hast recht. Und jetzt kommt der lustige Teil. Los geht's. Wir fügen Sprüche und lustige Hashtags hinzu. Los, wir müssen beide verzieren. Wow, das hat Spaß gemacht. Sei vorsichtig. Ich glaube, es ist niemand hier. Greif das Plakat und renn. Als wäre es die ganze Zeit hier gewesen. Sehr gut. Und jetzt das Wichtigste. Unser Logo. Ein bisschen nach rechts. Perfekt. Das war's. Super, mir gefällt's. Wir haben keine Zeit, komm. Hey Nikki, wo bist du? Ich bin hier, hör auf zu schreien. Erschreck mich nicht so. Sieh mal, was ich hab. Das wäre ein geniales Schild. Ich hab eine Idee. Oh, was für ein süßes Hündchen. Wir müssen es nur noch anmalen. Ich liebe es zu malen, als wären wir wieder ein Kind. Dieser Hund wird unser Maskottchen sein. Okay, Hündchen, wir bringen dich dahin, wo du hingehörst. Höher! Nein, warte! So? Noch höher? Und jetzt? Immer noch nicht? Und versuchst du es nicht selbst? Komm schon, Betty, das ist zu niedrig. Warte, ich helfe dir. Hier gehört er hin. Naja, nicht jeder kann so groß sein wie du. Tada, das sieht genial aus. Was haben wir denn hier? Oh, das ist perfekt. Was hat uns noch gefehlt? Nikki, sieh mal, was ich gefunden habe. Sperrholz? Wozu brauchen wir das? Das können wir für unsere Werbung gebrauchen. Los geht's. Ein bisschen Fantasie und wir sind startklar. Ja, wir haben eine Menge Kreativität. Wem sehe ich ähnlich? Ich bin jetzt schon gespannt. Oh, wie süß. Er muss auch einen Freund haben. Genial. Die werden Gäste anlocken. Wir kleben sie zusammen und stellen es hier hin. Sie sind so niedlich. Es geht weiter. Stimmt, wir müssen den Van einrichten. Das wird gar nicht so einfach. Wie stellen wir das an? Hast du eine Idee? Wir brauchen Pappe, Bretter und Nägel. Lass uns anfangen. Alles klar, wir haben alles, was wir brauchen. Los, hilf mir. Puh, jetzt müssen wir es in den Van reinkriegen. Komm schon, Nikki. Was ist denn? Es klappt nicht. Wir müssen etwas anderes ausprobieren. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer sein würde. Findest du es hier nicht zu langweilig? Hier, wir haben noch eine Partydeko. Ich glaube, das wird reichen. Und, was sagst du? Es sieht genial aus. Willkommen in unserem Café. Okay, das wird unser Tischtuch sein. Es wird immer gemütlicher. Es muss noch bunter sein. Ups, ich glaube, da fehlt noch was. So, jetzt ist es besser. Wo ist der Tisch? Perfekt, jetzt können die Gäste kommen. Ein kleiner Leckerbissen. Sie werden es lieben.
Seltsam. Ich glaube, wir haben etwas Wichtiges vergessen. Oh, klar. Was ist mit der Musik? Der Lautsprecher muss auch dazu passen. Wir machen einen leckeren Hotdog daraus. Zuerst basteln wir eine Wurst aus Schaumgummi. Klipp die Ränder zusammen. Super. Sie sieht so echt aus. Und jetzt machen wir das Brötchen. Zeichnet eine runde Form auf Schaumgummi. Und schneidet sie aus. Klipp die Ränder fest. Macht ein weiches Brötchen mit Füllung. Fertig! Macht zwei Brötchen und legt den Hotdog-Lautsprecher zwischen sie. Fertig! Das sieht genial aus! Wir fügen noch etwas Senf aus glitzerndem Schaumgummi hinzu. Es wird mehr Spaß machen, mit Hotdog-Musik zu arbeiten. Du bleibst hier! Zeig mir, was du drauf hast! Oh ja, es kann losgehen! Oh, ein Fastfood-Club? Cool! So viele leckere Sachen. Wir können anfangen zu kochen. Das werden die leckersten Hotdogs aller Zeiten. Lass uns anfangen. Schneidet ein weiches und leckeres Brötchen auf. Legt ein paar leckere Würstchen hinein. Vergesst nicht den Senf und den Ketchup. Und unsere geheime Zutat, geschmolzener Käse. Fügt den Salat hinzu und legt ihn in den Grill. Wie wickelt man sie ein? Oh, eine Serviette ist zu langweilig. Wir brauchen etwas Interessanteres. Ich glaube, ich weiß, was wir machen können. Für die Verpackung brauchen wir dickes Papier und eine Schere. Schneidet insgesamt 4 Dreiecke aus. Faltet das Papier zu einem Becher. Befestigt es mit einem Hefter. Nehmt jetzt eine Heißklebepistole und versiegelt den Boden. Jetzt wird es Zeit, kreativ zu werden. Das lustige Gesicht ist fast fertig. Nur noch ein paar Handgriffe. Wow! Das findet ihr bestimmt nirgendwo anders. Das ist unsere Hotdog-Verpackung. DIY. Die sehen echt witzig aus. Die Gäste kommen gleich. Wie kann man das nicht kaufen? Betty, gib her. Das muss doch jeder sehen. Kommt her, Leute. Hier gibt es die besten Hotdogs. Los, kommt. Wir haben die leckersten Hotdogs der Welt. Seht ihr? Die sind so ausgefallen. Solche Hotdogs gibt es nirgendwo. Interessant. Ich kaufe einen Hotdog. Wow, die sehen lecker aus. Oh, sieh mal, Hotdogs. Komm. Hier gibt es etwas Leckeres. Hier ist dein Hotdog. Komm bald wieder. Was möchtest du? Hatschi, da sind jetzt so viele Bazillen drauf. Keine Angst. Ich habe eine Idee. Nimm deinen durchsichtigen Ordner und eine Papierschablone. Zeichne den Umriss nach und schneide das Stück aus. Sehr gut. Ihr müsst nur noch ein paar Löcher machen. Biegt es und benutzt Heißkleber. Und jetzt braucht ihr eine schicke Brille. Dieses Accessoire passt super dazu. Keine Keime mehr. Wer will noch einen Hotdog? Hey. Guten Appetit. Nächster. Der ist für dich. Danke. Der sieht lecker aus. Sieh dir das viele Geld an. Unser Geschäft boomt. Der ist so lecker. Und der riecht so gut. So einen habe ich noch nie gegessen. Die haben die besten Hotdogs. Wow. Das Geld wird immer mehr. Wahnsinn. Wir haben so viel verdient. Ich weiß auch schon, was ich mir kaufen werde. Oh, ich bin am Verhungern. Oh, die verkaufen Hotdogs. Es ist Zeit für Action. Habt ihr ein bisschen Geld übrig? Sag nicht nein. Oh, du hast bestimmt Hunger. Ist ein Hotdog. Ein Hotdog? Aber das reicht nicht. Okay, du kriegst ein XXL-Hotdog. Wir hoffen, er schmeckt dir. Oh, der sieht zum Anbeißen aus. Wir müssen auch Obdachlosen helfen. Dieser Hotdog reicht aber nicht. Ich habe eine geniale Idee. Vergiss nichts. Das war ein guter erster Tag. Ich glaube, es ist niemand hier. Ich hoffe, der Van lässt mich nicht im Stich. Niki, ich kann's nicht fassen. Wir sind reich. Betty, unser Van. Hey, warte. Stopp. Hast du das gesehen? Oh Mann, das ist alles, was wir noch haben. Mist. Und dabei fing alles so gut an. Wie fandet ihr unseren Food Truck? Welches Geschäft würdet ihr gerne eröffnen? Vielleicht ein Café? Oder ein Tattoo-Laden? Sagt es uns in den Kommentaren.
Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!